Und schon wieder kommt so eine Frage, was ist Prozessorientierung? Und auch hier müssen wir irgendwo einen Ansatz finden. Und es ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man sich zunächst mal klar macht, Prozesse ist ein moderneres Wort für Abläufe. Das heißt also, Prozessorientierung ist nichts anderes als Ablauforientierung. Und die nächste Frage wäre dann ja, wie könnte man denn sonst noch orientiert sein, wenn Prozessorientierung Ablauforientierung ist? Nun, Ablauforientierung steht im Gegensatz zur Aufbauorientierung. Und Aufbauorientierung ist nichts anderes, als sich mit der Hierarchie, also mit oben und unten, mit übergeordneten Stellen und untergeordneten Stellen, sehr intensiv zu beschäftigen, mit Zuständigkeiten. Wer ist zuständig dafür? Ich bin doch gar nicht zuständig, der andere ist zuständig und so weiter. Das ist die Aufbauorientierung. Und diese Aufbauorientierung führt oft dazu, dass ein Kundenwunsch irgendwo in der Hierarchie, also irgendwo im Aufbau, verloren geht. Prozessorientierung bedeutet also, Abläufe in den Vordergrund stellen und damit gleichzeitig die Hierarchien in den Hintergrund stellen. Ja, es geht darum, schnell den Ablauf, vor allem den kundenbezogenen Ablauf, zu organisieren. Und es geht nicht um, wer ist hier der Vorgesetzte, wer ist hier der Chef. Es geht nicht um diese Ego-Probleme, die dann ins Spiel kommen, sondern es geht darum, Abläufe in den Vordergrund zu stellen. Und das heißt, Abläufe organisieren. Abläufe organisieren. Prozessorientierung heißt also letztlich Abläufe organisieren, vor allem die, die mit dem Kunden zu tun haben. Und zwar wie zu organisieren, also dieser Fall hier ist das wie. Wie zu organisieren, dass sie vor allem sind schnell, kostengünstig. Und hier können Sie jetzt schreiben, ich schreibe mal reibungslos. Sie können auch schreiben, fehlerfrei oder so etwas. Ja? Also zusammengefasst, Prozessorientierung bezieht sich auf die Abläufe, nicht auf die Hierarchien und bedeutet, Abläufe so zu organisieren, dass sie schnell, kostengünstig und reibungslos ablaufen. Das ist Prozessorientierung. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.